Ich habe euch ja versprochen, dass vor dem Release des Waldbiers 2024 alle anderen Jahrgänge noch bearbeitet werden, die ich ausgelassen hatte bisher. Das Waldbier 2023 steht hier. Wir müssen drüber reden in 6 Sekunden. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle wieder so zahlreich mit dabei seid und mit mir heute das Waldbier 2023 verkosten möchte. Warum Waldbier 2023? Naja, ich habe gesagt, ich möchte das Waldbier 2024 erst dann verkosten, wenn alle anderen gemacht sind. Aber die wollte ich natürlich vor dem Release des Waldbieres 2024 besprechen und der ist nun mal morgen. Und da ist heute die letzte Gelegenheit, dass ich euch dieses Bier nochmal vorstellen kann. Und ja, ich habe es beim letzten Video gesagt, 2022er Waldbier. Ich konnte bei der letzten Bierverkostung für das Waldbier 2023 bei dem Release nicht dabei sein. Corona eh schon gewesen. Und ja, jetzt muss ich halt das eben ganz ein bisschen nachholen. Und jetzt hat es gerade ein bisschen gedrückt. Ich habe das vielleicht ein bisschen hinten rangeschoben, aber wir sollten drüber reden. Axel Kisby braut ja seit vielen Jahren zusammen mit den österreichischen Bundesforsten ein Bier, das mit Waldzutaten gebraut wird. Erst waren es nur Bäume und jetzt sind es eigentlich eher die Regionen, die thematisch in Biere verpackt werden. Und diesmal ist der Ausseer Mischwald mit von der Partie bzw. in die Flasche gekommen. Und aus diesem Ausseer Mischwald Tanne und Vogelbeeren als so ja, die typischen Zutaten offensichtlich. Und ich hole das Bier mal hier aus der Verpackung heraus. Es kommt in der 0,75er Flasche wie üblich. Das Einzige, was glaube ich neu ist, ist der Kronkorken der Privatbrauereien. Und ich glaube, das ist die einzige Brauerei, die mit diesen großen Kronkorken unterwegs ist. Insofern, wenn ihr Kronkorkensammler sammelt, das ist auch was für euch. Ja, auch das Etikett hat sich ein bisschen geändert. Es ist jetzt wieder weiß. Das war, glaube ich, das letzte war grün. Und das Bier selber mit 6,5 Volumensprozent. Und was ist denn reingekommen? Es sind die Maiwipfel der Tannen reingekommen, die hat er gesammelt und dann die Vogelbeere. Und die Vogelbeere hat relativ viel Vitamin C und das ist ja nicht nur, dass Vitamin C gesund ist, sondern ich glaube, irgendwann mal war Salicylsäure drin, also das wäre gegen die Kopfschmerzen gewesen. Jetzt ist Vitamin C drin, das hilft dem Bier, denn Vitamin C bindet Alkohol. Sauerstoff. Und Sauerstoff will man ja gar nicht im Bier haben. Und insofern schützt das Vitamin C aus der Vogelbeere dieses Bier hier schon perfekt. Ja, ich glaube, ich kann gar nicht mehr viel dazu sagen, sondern wir müssen das Ganze einfach mal gemeinsam hier öffnen. Und dann an den... der neue Kronkorken, der wehrt sich aber gewaltig. Und dann geht das Ganze hier... Oh, lalalala. Also die Farbe ist ja schon mal herrlich. Reden wir kurz drüber, bevor ich dann nochmal aufs Rückenetikett schaue. Eine richtig schöne, leicht getrübte, kupferne Farbe. Also das ist Kupfer at its best mit einem ja, leicht beigen, cremefarbenen Schaum, der sich auch schön ans Glas legt, aber glaube nicht ganz so stabil ist. Schau mal, was die Nase sagt. Hui! Also das ist erstmal eine richtig kräftige Honignote, ein bisschen Vanille und im Hintergrund tummeln sich dann so leicht die Fruchtnoten, ein bisschen Tannenzapfen. Ich weiß gar nicht, wie schmeckt eigentlich Vogelbeere? Ich glaube, ich habe als Kind nie Vogelbeere gegessen. Insofern, oh, das wird jetzt schwierig. So, kurz hinten drauf schauen. Dann wird voll kühl lagern. Ja, das haben wir alles in diesem Sinne. Ja, dann würde ich sagen, sehr zum Wohl. Cheers. Also es kommt erstmal sehr gefällig daher, sehr weich, sehr angenehm im Mund. Richtig schön viel Karamell, so ein bisschen Marzipan, brotiges Malzbett. Schön nussig. Und jetzt kommen so leichte Tannenzapfennoten mit rein, aber ganz, ganz entfernt, so grasiger Hopfen. Eine ganz feine Herbe auch mit dabei. So ganz, wirklich, wirklich sehr minimal harzig hinten. Aber das dominierende Thema ist doch eher diese Waldhonig,
Süße, die aber eben nicht so als klebrige Süße da ist, sondern sehr balanciert sich eben diesem ganzen Bier anpasst. Gut zu trinken. Der Alkohol mit 6,5 Volumensprozent fällt auch nicht unangenehm auf. Also, das ist schon ein richtig, richtig schönes, ausgewogenes, sehr angenehm zu trinkendes Bier. Und vom Körper her im mittleren Bereich angesiedelt, milde Kohlensäure. Eine feine, nicht zu cremige, aber angenehm weiche Textur an Zunge und Gaumen. Und hinten im Nachdruck, es ist so ein bisschen fruchtig. Also, es ist. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie Vogelbeere schmeckt, aber so eine leichte Fruchtnote ist mit da. Schön weich, schön malzig. Leicht säuerlich, fruchtig. Und was mir besonders gut gefällt, es ist in dieser Verspieltheit nie irgendwie so ein bisschen holzig oder so, was wir ja manchmal auch gehabt haben, hätte nämlich zu diesem Bier jetzt irgendwie gerade nicht gepasst. Ich muss sagen, ein wirklich schönes Waldbier, das 2023er, macht richtig Lust und Freude auf das morgige Bier, was wir präsentiert bekommen. Und von ProbierTV gibt es für dieses 2023er Werk 4,5 Punkte für das Waldbier 2023 Tanne Vogelbeere Ausseher Mischwald von der Kisby Naturbrauerei in Zusammenarbeit mit den österreichischen Bundesforsten. Dann soll es das von meiner Seite aus heute gewesen sein. Sagt danke fürs Zuschauen und was es da morgen zu berichten gibt, das werdet ihr dann hier auf dem Kanal auch in aller Bälde sehen. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.